Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Es ist leicht, über sich hinauszuwachsen, wenn man von den Besten trainiert wird. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Was sind das für Viecher? Tiere? Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Zeigt mir nur den Weg. Um den Rest kümmere ich mich. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ritter Vella hat mich hier geschickt, um bei den Fleischräubern zu helfen. Ich bin kampferfahren und bereit. Dann ist die Macht mit uns. Nur wenige der Padawane hier können das von sich sagen. Die Fleischräuber sind organisiert und kampfbereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawanen von den anderen zu trennen. In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Sie hatten noch kein Kampftraining. Keine Sorge. Diese Padawane werden sicher nach Hause kommen. Das verspreche ich. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen.
Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Was soll ich ganz auf mich allein gestellt schon ausrichten? Ihr werdet nicht lange allein sein. Meister Orgus Din ist auch auf dem Weg dorthin. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey! Schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Ich dachte, ihr hättet noch keine Kampfausbildung erhalten. Die Meister wollten euch in Sicherheit bringen. Wir sind keine Krieger. Abgesehen davon suchen die Jedi keine Rache. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf. Oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Ah!
Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss und ihr seid schwach. Wer ihr auch seid, tretet von diesem Padawan zurück. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Er hat den Angriff auf das Trainingsgelände angeführt. Er nannte die Fleischräuber seine Soldaten. Ich habe den Rat gewarnt, dass diese Eingeborenen keine primitiven Tiere sind. Das ist der Beweis. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Ich bin meinen Instinkten gefolgt, nichts weiter. Sie haben dir gute Dienste erwiesen. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Das sollte sie erstmal fernhalten. Ich möchte lernen, wie man das macht. Du musst nur ein paar Jahrzehnte lang üben, dann hast du es im Handumdrehen raus. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Dieses Tal ist noch nicht sicher. Ich habe kein gutes Gefühl, dabei zu gehen. Wir haben Jedi-Ritter hier, die sich um die letzten Angreifer kümmern. Du wirst woanders gebraucht. Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Da wimmelte es von Fleischräubern. Ich bin sicher, dass immer noch viele von ihnen in der Nähe sind. Keine Sorge, es sind bereits erfahrene Jedi auf dem Weg. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Friede sei mit euch. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Auf jeden Fall, mein Freund. Reden wir. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen.
ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Habe ich etwas Falsches getan? Nein. Und keine Sorge, unser Treffen wird ungezwungen sein. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Mir geht es ausgezeichnet. Ich bewundere eure Standhaftigkeit. Aber habt ihr eure Gefühle bei dieser Sache wirklich erforscht? Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Der Mann, gegen den ich kämpfte, war nicht ängstlich oder wütend. Nach außen hin vielleicht nicht. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Eure anwachsende Dunkelheit hat versucht, mich zu töten. Seht ihr? Nicht nur ich mache mir Sorgen. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Wenn niemand sie organisiert, sind sie nur hirnlose Wilde. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgus, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihr. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Wenn ich so etwas Besonderes bin, sollte mich da nicht der allerhöchste Jedi ausbilden? Meine Pflichten dem Orden gegenüber gehen vor. Und unterschätzt Meister Orgus nicht. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren.
Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Scheinbar hattet ihr seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sagten mir meine Instinkte, dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht, wieso und zu welchem Zweck. Aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Ich freue mich darauf, von euch zu lernen. Ich rechne damit, dass ich auch von dir lernen kann. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Inwiefern verstoßen sie gegen Gesetze? Als man Tython gerade wiederentdeckt hatte, baten die Twi'lek den Senat um Erlaubnis, sich hier anzusiedeln. Ihre Bitte wurde abgelehnt. Zu gefährlich. Aber sie kamen dennoch. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Ich bin bereit, wieder hinauszugehen. Gutes zu tun. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Orgis Din schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Ich bin nicht hier, um mir Vorträge von euch anzuhören. Nein, ihr seid gekommen, um unser Vertrauen zu gewinnen und etwas über euren neuen Feind zu erfahren. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Die Matriarchin scheint krank zu sein. Braucht sie einen Arzt? Danke, aber wir haben unsere eigenen Heiler. Das ist meine Tochter, Rana Tau Wen. Sie wird zusammen mit Späherführer Murind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Ich kann es mir zumindest einmal ansehen. Sie schlachten uns mit ihren Waffen ab. Ihr wollt unsere Hilfe? Dann kümmert euch darum. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör.
Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten. Mein Name ist Vedariat Ayon. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Was sind diese Fleischräuber eigentlich? Wo kommen sie her? Das weiß niemand so genau. Sie waren schon hier, als die Pilger nach Tython kamen. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Wie konnten die Fleischräuber so etwas nur erlernen? Ich habe keine Ahnung. Derartige Bosheit ist für uns unverständlich. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Dann bin ich dabei. Ich danke euch dafür. Odumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren.